Ja, einen wunderschönen guten Abend in der Stiftsbibliothek Klosterneuburg. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind auf diesem schauen wir mal, Abend. Die Vorfreude und die Erwartungen und Fantasien sind großartig, zumindest von mir. Ich bin Martin Haltrich und spreche jetzt als Musikarchivar des Stiftes und freue mich sehr, dass auch zwei Bibliothekarinnen heute hier sind, die Edith Capelle und die Christina Jacke, und bedanke mich sehr herzlich, dass das Musikarchiv bei euch zu Gast sein darf heute. Wie passend Musikarchiv? Eigentlich, also es ist ein musikalischer Abend, wollte ich ja den Karlheinz überzeugen, dass er das Musikarchiv nutzt, um sich inspirieren zu lassen für seine Kompositionen. Das wird noch kommen. Bisher hat er nämlich die Bibliothek genutzt. Und wie ist das alles entstanden? Erwin Uhrmann und Karlheinz Essl brauche ich hier nicht vorzustellen. Das sind Klosterneuburger Koryphäen. Karlheinz ja hier aufgewachsen, weltberühmt, und Erwin Uhrmann auch mit der Familie Essl sehr verbunden, als sehr wichtiger Mann im Museum damals. Erwin Uhrmann, muss ich gleich sagen, wegen der Transparenz, ist auch mein Cousin. Das macht es leichter. Und deshalb kann ich ihm natürlich vertrauen. Ja. Eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, war die Idee, dass der Erwin gesagt hat, wir machen da so ein Projekt, der Karlheinz und ich, das heißt Coastlines. Und du hast mir ja damals so ein Buch gezeigt mit so Ufern der Donau. Ich habe gesagt, ja, das ist der Marsilius, der da jetzt übrigens hinten liegt. Also diese drei großen Folianten. Marsilius ist ein sehr interessanter Mensch, der war eigentlich Soldat, oder wie alle damals im 18. Jahrhundert, die adelig waren, und war in der Armee des Prinzen Eugen, wurde dann aber unehrenhaft entlassen, weil er so friedliebend war und die oberitalienischen Städte freiwillig dem Feind übergeben hat, weil im Herzen war er eigentlich Hydrologe und hat auch die Hydrologie so quasi erfunden und hat dann nach seiner Armeezeit den Danubius Mysicus, ein vierbändiges großes Werk, hergestellt, wo er die ganze Donau von Kahlenberger Dorf zufälligerweise bis an die Mündung ins Schwarze Meer vermessen hat. Das können Sie hinten sehr gerne dann durchblättern. Und der zweite, der eigentlich den Karlheinz sehr fasziniert hat, ist der Athanasius Kircher. Viele kennen ihn, die meisten nicht mehr. Er war nämlich zu seiner Zeit der große, größte Universalgelehrte im 17. Jahrhundert, die Feuerwehr des Papstes, ein Jesuit, der auf alle Fragen der Welt eine Antwort wusste, das auch publiziert hat in vielen Büchern, die alle hier in der Bibliothek sind, auch zu Orgeln und Musiktheorie und Musikinstrumenten. Können Sie dann auch durchschauen. Es gibt übrigens hier auch, hat der Erwin jetzt ausgegraben, ein neues, die Erfindung des BIMA. Liegt hier vorne. Das Projekt Coastlines, das heute hier Station macht, wird eben von Karlheinz Essl und Erwin Uhrmann durchgeführt. Und zwar geht das so, dass Karlheinz Essl hier mit seinem Synthesizer ohne Tasten experimentiert, improvisiert, sich vom Raum, von der Umgebung inspirieren lässt. Darauf reagiert Erwin Uhrmann mit Texten, mit Poesie, mit Lautmalerei, die er zu den Klängen, zur Musik von Karlheinz Essl dazu improvisiert. Das wiederum beeinflusst den Musiker, und so geht es hin und her. Und was ich gehört habe im Vorfeld, ist, dass auch der Raum einen Einfluss hat auf dieses Projekt. Und es ist auch ein sehr schöner Raum, genießen Sie es. Es ist eine schöne Akustik, es ist ein fast ein bisschen geheimer Ort, und wir freuen uns alle auf eure Kunst. Auszug aus dem Telefonat mit Herrn Kircher. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt an der Stanford University, wo er seine gesammelten Korrespondenzen sichtet. Warum, meinen Sie, leben Feuerdrachen in der Erdmitte? Er zögert. Ich muss mich nicht erklären. Dann meint er, sie leben dort, weil sie sich von etwas ernähren müssen. Und es sei eben die beste Nahrungsquelle dort vorhanden. Sind Sie nicht selber hinabgestiegen? Frage ich ihn. Er beginnt zu erzählen. Die Verbindung ist schlecht. Zwei Mann, er räuspert sich, ließen mich auf einem Seil hinab. Das Dampfen und Grollen des Berges übertrug sich auf meine Beine und ich hätte jeden Moment verschluckt werden können. Der Schwefel benebelte meine Sinne. Dann stieß ich meinen Kopf am scharfen Vulkangestein. Keine schlimme Verletzung, nur etwas Blut. Es wurde jeden Meter wärmer. Und sollte sich diese Wärme fortsetzen, bis ins Erdinnere. So habe ich berechnet, ist anzunehmen, dass sich dort Kammern mit flüssigem Metall befinden. Es muss innen alles flüssig sein, wie in einem glühenden Ozean. Ich merkte, er war genervt und er ging im Raum auf und ab. Er blätterte in seinen Büchern. Und dann beschuldigte er mich. Warum sind Sie so unkonzentriert? Es ist nur die Verbindung, sagte ich ihm. Er wurde ungehalten. Warum sind Sie so unkonzentriert? Hören Sie auf, sagte ich. Und flüsterte. Ich saß im Zug. Was ist los? Vor mir sitzt ein Paar, sagte ich ihm, das eine Tüte Pommes frites nascht. Es riecht nach Junkfood. Wenn Sie nun in einer Umgebung sind, in der es nach Junkfood riecht, sagt der Kircher, dann bekommen Sie automatisch Lust darauf, oder nicht? Was soll man darauf schon sagen? Natürlich. Na eben, meinte er. Und wenn sich im Erdinneren flüssiges Metall befindet, dann gibt es automatisch jemanden, der es verspeisen will. Alles, was er sah und las, verdaute er. Sein Kopf war ein Magen und sein Magen ein Kopf. So groß, dass er sehr vieles verdauen konnte. Nur wäre er nicht ständig genervt von allem gewesen. Es war leise, doch hinter ihm raschelte etwas, und dieses Rascheln wurde immer lauter. Es übertrug sich durch die Freisprecheinrichtung, die er benutzte. Ramon! Ramon! Schrie er, und er meinte natürlich nicht mich, sondern einen Kollegen. Raimundus! Brüllte er durch den Raum. Sei endlich ruhig. Wir bereisten ein Stück der Donau. Zuerst kamen wir nur langsam voran, weil es ständig Niederwasser gab, zu trocken war. Wir wünschten uns Regen. Doch die Gelsen, sagte uns ein Freund, würden dann nur noch mehr werden und sie plagten uns schon jeden Tag. Man müsste hinuntergehen können, hinabsteigen. Man müsste den Wurzeln folgen können. Dorthin, wo es gerade noch kühl ist. So eine Plage. Wir erschlugen sie zwischen zwei Buchdeckeln. Wir erschlugen sie mit der flachen Hand. Wir verewigten sie in den Büchern, die wir mitgenommen hatten. Viel zu viele Bücher, die man nie liest. Und dann erwischten mich die Kormorane. Ohnmachtszustand, umwölkt von Gelsen, bemerkte ich es nicht. Bemerkte nicht, was sie mir antaten. Sie schnabelten das Fleisch von meinen Wangen. Es sind stumpfe Schnäbel und es schmerzt. Und konnte ich es ihnen verdenken? Wenn ich selbst als Kind das Wangenfleisch am allerliebsten mochte? Wenn mein Großvater einen Fisch fing oder ich einen Fisch fing und er ihn dann ausnahm und briet, reichte er mir das Fleisch der Wange auf einer Messerspitze. Nur gerecht, wenn man von Vögeln ausgenommen wird. In dieser Gerechtigkeit ist der Schmerz nicht mehr so schlimm. Ich fragte mich, welche Vögel gibt es hier eigentlich? Ich schleppte mich mit aufgeschlitzten Wangen zu einer dieser verregneten, verwaschenen Schautafeln. Anas Fusca, Largus Cinereus Maximus. Pluvialis minor. Es fiel mir schwer, all das Latein zu verstehen. Hätte ich nur ein Vogelbestimmungsbuch mitgenommen und ich weiß genau, wo es steht, im alten Kasten, im alten Wohnzimmer meiner längst verstorbenen Großeltern. Vögel Mitteleuropas. Auszug aus dem Telefonat mit Herrn Kircher. Er immer noch an der Stanford University, wo er seine gesammelten Korrespondenzen sichtet. Seine Laune ist deutlich besser. Er geht gern am Campus spazieren, sagt er, und heute ist er zu Smalltalk aufgelegt. Alles, was er las, alles, was er sah, verdaute er. Sein Kopf war ein Magen und sein Magen ein Kopf, so groß, dass er vieles verdauen konnte. Seine Laune war so gut, ich wollte sie nicht mit meinen Fragen verderben, also ließ ich ihn reden. Er war stolz darauf, Karten für ein Taylor Swift-Konzert ergattert zu haben. Und er las immerhin noch die Zeitung. Gedruckt. Auf Gespräche über Politik hatte ich keine Lust, also begann ich mit meinen Fragen. Warum haben Sie Ihr Buch nicht die Kunst der Täuschung genannt? Ich war auf das Schlimmste gefasst. Doch er blieb entspannt. Sie meinen die große Kunst von Licht und Schatten. Wenn ich dieses Buch nicht geschrieben hätte, und er schien sehr selbstbewusst, könnte heute niemand ins Kino gehen. Sie wissen schon, was man heute über Sie denkt, sagte ich ihm. Warum? Naja, das mit den Hieroglyphen ist Ihnen nicht gelungen. Drei Bände voller Berechnungen, Vergleiche, abgemalten Obelisken, Haben sie wirklich gedacht, dass sie die Menschen so täuschen können? Das Mikroskopium parastaticum, und er betonte es, er konnte ja Latein im Gegensatz zu mir flüssig sprechen, war keine Täuschung. Haben Sie nicht damals in den 1670er Jahren ständig Bilder von Dämonen an die Wand geworfen? Er musste lachen, er konnte es sich nicht verkneifen, denn er erinnerte sich ja an die Reaktionen der Menschen. Würde man mit heutigen Filmen nicht manipulieren wollen. Ich überlegte. Er war schnell, er war schlagfertig. Und ich fragte mich, ob jeder Gedanke, den er formulierte, zuerst in lateinischer Sprache kam. Die Kunst der Täuschung. Er wiederholte es selbst und er musste lachen. Vielleicht werde ich ein Buch schreiben mit diesem Titel. Ich werde sie in den Dankesworten erwähnen. Haben Sie nicht sehr viele Fürsten erwähnt? Fragte ich ihn. Ihnen Ihre Bücher gewidmet? Heute, sagte er, würde man es Fundraising nennen. Ich suchte ein neues Thema. In Rom, sagte ich. All die Jahrzehnte in Rom, war es nicht stressig? Nicht stressiger als in Stanford, sagte er. Hat es Sie enttäuscht, dass Ihre Wunderkammer nicht mehr existiert? Es tut mir leid, sagte ich. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Doch er begann zu lachen. Bei dem Krempel, den Sie in diesen vatikanischen Museen haben, wundert es mich sehr, dass Sie meine Kammer nicht erhalten haben. Doch ist jeder Brief erhalten. Ich wünschte, sagte er, dass ich alles, was ich heute sehe und lese, verdauen könnte. Was halten Sie davon, wenn Sie einige der Apparaturen, die Sie minutiös geplant haben, einfach bauen? Unmöglich, sagte er. Wieso? Die Rohstoffe sind zu teuer, meinte er. Und dann kam er wieder auf die Kunst der Täuschung zu sprechen. Ich hatte wohl etwas in ihm geweckt. Disperge has radis anime fulgentibus, ut tua sit mea lux, lux mea sit tua lux. Endlich hatte ich es geschafft, dass er Latein spricht. Dispergere has radis anime fulgentibus, umbras ut tua sit mea lux, lux mea sit tua lux. Zerstreue die Schatten der Seele mit herrlichen Strahlen, sodass dein Licht mein und mein Licht dein ist.